Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Wolfstream. Wann und wer? Mit mir, dem Stream-Zerstörer, und wo sitzt du denn eigentlich? Na, die andere Seite. Da sitze Mit ich. dem Baumzweig. Und wir wurden gebeten, bevor wir unser langweiliges Leben präsentieren und hier in dieses Video reindrücken, dass wir erst den Streamplan verkünden. Deswegen am Montag. So, das war jetzt mal ein ganzes kurzes, schnelles Ding. Der Streamplan gibt es gleich nochmal ausführlich. So, was haben wir zu verkünden? Großes. Genau. Man muss sagen, Großes. Holy fuck. Das, Big warte, holy fuck. Warte mal, sag das nochmal. Ich hinterleg das mit einem Hall. Achtung, und jetzt. Big holy fuck. Sehr gut. Dankeschön. So. Super. Und zwar, wir haben ja letzte Woche nachgefragt, wer hätte denn Bock auf ein Meet and Greet? Wo soll's hingehen? Die Abstimmung ist erfolgt. Wir haben eventuell 8 Leute zusammen. Eventuell. 3 vielleicht, 5 ja, 3 nein. So. Wir peilen auf jeden Fall an, was Tolles mit euch zu machen. Wir haben ein Rahmenprogramm, das zerschmettert euch derbe. Es die zerschmettert Klöten. Euch derbe. Wirklich holy. Es geht auch in den Norden. Aber auch in den Süden. So mittig. Wir sagen einfach mittig. Mehr Infos gibt es erstmal für die Leute, die ja und vielleicht geklickt haben. Wo kriegt ihr diese Infos? Im Discord von Wolfsberg Crew. Wir haben da schon mal einen Text-Channel erstellt. Ja. Den könnt ihr aber noch nicht, vielleicht könnt ihr den sehen, vielleicht auch nicht. Ihr könnt da aber noch nicht rein. Bitte schreibt mir oder dem Baumzweig, ja, im Discord, bitte eine Privatnachricht mit Meet and Greet. Dann werdet ihr dort hineingelassen. Dort gibt es dann Anfang der Woche neue Infos dazu, ja. Und ich habe ja jetzt gesagt, 5 haben ja gesagt, 3 vielleicht. Wir peilen aber 10 Leute an. Also nicht in Panik verfallen, vielleicht kommt auch noch einer dazu, vielleicht nicht. Das werden wir dann im laufenden Monat noch irgendwie rausfinden und so weiter und so fort. Also 10 Leute würde ich gern dabei haben. Und das werden wir dann auch so koordinieren. So, also die Leute, die ja und vielleicht haben, bitte eine Privatnachricht an mich oder an Herrn Baumzweig schreiben mit Meet and Greet. Dann kommt ihr da rein, da kriegt ihr schon die ersten Infos. Preise sind noch nicht, wie gesagt, da, weil es alles noch so ein bisschen wackelig ist. Aber wird nice. Wirklich nice. Hammer awesome. Hammer awesome wird das. Awesome. Awesome. Horror. Huh. So, das war das Erste. Zweitens, ich bedanke mich erstmal für die ganzen Hosts die Woche. Ich war am Freitag war ich nicht so gut drauf. Mir sind so ein paar Uhrensöhne durchs Leben gestapft, die ich nicht mehr sehen möchte. Deswegen war ich so ein bisschen zerschmettert und meine Laune war ein bisschen am Boden. Trotzdem war es ein guter Stream. Danke nochmal fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Bäumchen hatte ja wieder riesen Erfolg am Donnerstag mit Forza 6. Kein Motorschaden. Ach, da war ich echt glücklich drüber. Also das war, also meine Güte. Ja, das war echt. Ist nicht einfach. So. Nee, trotzdem, weil ich so unheimlich schlecht bin in dem Spiel. Ja, aber du schlägst dich gut. Danke. So, weiter im Text. Ich möchte gerne das so einführen. So ein Haus ist ja nicht einfach so selbstverständlich. Es bringt uns was, nicht euch was. Nur als Dankeschön von euch, dann an uns oder so. Aber ich möchte auch da was zurückgeben. Und zwar gibt es dann jetzt ab sofort Pfoten dafür. Wie viel Pfoten, weiß ich noch nicht, muss ich gleich noch mal mit dem Baum quatschen, haben wir gerade vergessen. Also, jeder, der uns hostet, der kriegt automatisch von uns Pfoten zugestampft und steigt natürlich im Leader-Ranking. Da muss ich mir noch was überlegen, ich muss das Ranking doch erweitern. Weil es gibt nämlich schon gewisse Viewer, die schon Level 6 haben. Und besser sind als, wir, wie eigentlich Admins sind, also das kann ja wohl nicht sein. Die sind ja höher als uns, als wir. Als uns. Als uns. Als in uns. Als so. In uns drin. Es gibt auf jeden Fall ab nächste Woche Pfoten für jeden, der uns hostet, damit ihr da von unten hochkommt oder sonst irgendwie aus dem Keller des Nichts, aus dem Keller des Nichts, Nicht-Daseins, gibt es ab sofort nächste Woche Pfoten. Dankeschön dafür. Mehr hätte ich jetzt gerade gar nicht. Doch, dein Streamplan, was du am Montag machst.
Ja, das auch. Vielleicht gehe ich auch Laufe der Woche, mache ich einen Outdoor-Wallstream, wann und wer. Es Outdoor. ist zurzeit was Aufregendes hier in der Nähe. Das könnte ich vielleicht euch zeigen. Mehr dazu aber dann nächste Woche Sonntag beim Wallstream, wann und wer. So. Der Streamplan für kommende Woche sieht so aus, dass ich am Montag ab 19:30 Uhr hier wieder auf der Flimmertüte erscheinen werde. Also nicht bei YouTube, sondern bei Twitch. Flimmertüte. Link unten in der Beschreibung. Ach, und den Streamplan gibt es auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das sage ich jetzt zum 14. Mal übrigens. So, Wow. Montag habe ich gehört, soll es die Demo von Forza Horizon 3 geben. Oh mein Gott. Oh Nicht mein wirklich. Gott. Und kann man das denn auch Nein. schon spielen? Wow, und man darf das dann spielen? Ja, Wow. vielleicht. Tippe an. Ja, So. toll. Wenn es da ist, wenn es spielbar ist, werde ich es zeigen. Ansonsten werde ich. Nein, ich werde es zeigen, wenn es da ist, auf jeden Fall. Also daher, lasst euch überraschen, was ab 19:30 hier bei uns läuft. Dann kann ich auch sogar meinen neuen Room, mal unseren Room, Stream, Overlay zeigen, den wir gerade fertig bekommen haben. Sehr gut. Aha, super sieht er aus. Ja, Super. kann ich bestätigen. Danach, also wir werden nicht die ganze Zeit Demo spielen. Ich denke, man kann eh nur noch höchstens ein, zwei Strecken vielleicht fahren und zwei Autos oder so, denke ich vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht werde ich das in 1 Stunde machen oder anderthalb. Man weiß es nicht. Und danach werden wir entweder Dirt Rally oder GTA spielen. Das weiß ich auch noch nicht so ganz, je nachdem, ob der Controller. Technisches Problem. So, ich habe zu Ende geheult. Du am Dienstag, was Ich zeigst du? mach Ich hoffe, du hast deine Hose. Der Baum, der sitzt ja. da gerade ohne Hose. Ja, wie immer. Warte, ich zeig das gerade mal. Nein, Ich Quatsch. wollte ihn gerade noch aufnehmen, aber ich war zu spät. Zeig ihn, zeig ihn. Nee. Zeig ihn, Schlange. Nein. So. Weißt du? Am Dienstag machen der Kenny und ich Black Ops 1 Backward Oh, ein ganz Compatibility. neues Spiel ist das. Ja. Da kann man übrigens noch nicht rumhüpfen. Das ist voll geil. Das macht voll Spaß. Meine Wenigkeit ist mehr so für Multiplayer, Kennys Wenigkeit ist mehr so für Zombie. Wahrscheinlich werden wir uns einen Clash of Titans mäßig in die Fresse hauen und der Gewinner, das wird dann gezeigt. Krieg die Frau. Ne, er kriegt den Spielmodus. Krieg die So. Keno. Krieg die Keno. Kriegt die Keno, ja. Na, bei Keno muss man aufpassen, das ist immer so schnell auf schwer gestellt. Das ist immer. Ja, das ist schwer. Ich würde sagen, ihr könnt mitmachen, aber da Kenny und ich die US-Version haben und ihr kleinen Schwanzlutscher nicht, What? deswegen könnt ihr leider nicht mitspielen, sondern nur Kenny und ich, was mal auch mal ganz entspannt ist. Und ja, von daher Dienstag 19:30 für alle, die es interessiert, für die, die es nicht interessiert, weil das Spiel uralt ist und ihr sagt, nee, zeigen wir was Neues, da musst du leider noch 2 Wochen warten. Mich So. aus. Ja, Entschuldigung. Mittwoch haben wir Stream frei. Ja, wieder Spanisch. Españoles. Espanolo, Amore sowieso. Ich muss da noch ein bisschen was selber regeln. Und deswegen gibt es da keinen Stream. Vielleicht hosten wir mal Kilkenny, falls er nicht noch wieder technische Probleme hat. Na, falls Eine du es halbe wieder Stunde vergisst, später dann noch den Stream anfängt zu und ich dann auf hosten. der Couch eingepennt bin und ihn Ja, nicht hosten konnte. richtig. Entschuldigung dafür nochmal, aber es war voll bei ihm. Schön. Ja, ich habe Der es kann ja sich nachträglich unten noch hier gemacht. nochmal, gucken wir einfach in die Kommentare rein, ob er da was geschrieben hat. So, Ja. Donnerstag habe ich gehört, gibt es auch wieder was Neues. Ist irgendwie die Woche des irgendwas Stimmt. Neuem. Donnerstag wird geil, weil Donnerstag gibt es nämlich. Es gab ein Update für Rocket League und zwar das Rumble Update. Das ist richtig hammer awesome. Und da sage ich gerne, wer mitspielen möchte, wisst ihr? Ja, da Schreibt bin er ich. mir einfach in die Kommentare und dann hauen wir da mal richtig schön Rumble-mäßig auf die Schnauze uns gegenseitig. Das wird auf jeden Fall hammer awesome, da habe ich Bock drauf. Pervers, sag ich immer. Pervers. Pervers. Super. Ja. Das, So. ich hätte es nicht besser sagen können. Was kommt denn Freitag, lieber Strengzerstörer? Am Freitag kommt 19:30 Uhr. This is the police. Da freue ich mich schon wieder drauf. Polizeiarbeit Es am ist Rande der des Police. Wahnsinns. Sorry. Wir hatten letzte Woche schon wieder so eine Szene. Das war der allererste Stream des Septembers und ich hatte direkt ein Highlight. Polizeiarbeit kann so einfach sein, wenn man ein Bösewicht vor einer Fensterscheibe erwischt mit einem Mantel und der Penis sich darunter bewegt. Und die Frage gestellt wird, festnehmen, Hände hoch oder mitmachen steht. Also drückt immer auf mitmachen. Es war die richtige Antwort, mitmachen. Dann standen da 20 Polizisten daneben und haben auch den Penis bewegt. Super. Oder die Vagina. Waren auch Polizisten darunter. Super Spiel. Ich finde es auf jeden Fall lustig. So, für alle, die jetzt sagen, oh Gott, kein GTA-Community, kommt dann die Woche. Weil ich muss ein bisschen Abstand, ein bisschen mal
Man muss auch mal, es ist wie wenn man jeden Tag Döner isst, da hat man auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ja. Deswegen muss man auch mal, ne? Deswegen gibt es diese Woche auch kein Forza. Ja, man muss einfach mal schleifen lassen. Ich glaube auch, dass das war auch sowieso letzte Woche die letzte Race Night, weil diese Woche kein Forza und nächste Woche kommt ja schon Horizon 3 und dann ist ja sowieso schon Hammer außen. Ja, das ist ja, da muss man aufpassen, dass man keinen Lagerkoller hier drin kriegt. Ja. Deswegen. Aber dafür gibt es dann wohl wahrscheinlich nächste Woche wieder ein Double-Face-Cam-Action, wenn wir das zeitlich alles gebogen kriegen. Mit mir, Baum, ihr seid alle natürlich eingeladen, mitzumachen, auf jeden Fall. Das war's dann. So, ich füge noch mal zusammen. Montag Forza Horizon 3 Demo, danach vielleicht Dirt Rally oder GTA Story. Dienstag Black Ops 1. Ja. Mit Kilkenny und dem Baum. Mittwoch kein Stream, vielleicht Kenny. Oder Keno, habe ich mal was gehört, das streamt jetzt auch wieder. Donnerstag 19:30 Rocket League mit dem Rumble-Update. Und Freitag Polizeiarbeit mit mir am Rande des Wahnsinns. Läuft die Woche, ja. Freue ich mich. Ja. Dann nächste Woche Wolfstream, wann und wer, wieder 17 Uhr, vielleicht von Outside. Wissen wir noch nicht, müssen wir gucken. Ist really from hard. The Outside. Termine für nächste Woche haben wir ja schon. Ja. Könnt ihr auch im Discord nochmal das Werbebild sehen? Ja. Ab 23. Hardcore live durchstreamen. Ganz gut. Discord ist Hardcore. Ja, so, abschließende Worte. Das war's. Oh, Jay Cookie hat mir gerade bei Discord geantwortet. Lacht sich wieder kaputt über meine Dinger. Okay, gut. So, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs zu Ende schauen. Danke fürs Liken, danke fürs Nicht-Liken, danke für die Dislikes, für die Kommentare, für Nicht-Kommentare, für Baumzweig, der sich wieder hier angenommen hat, das Video aufzunehmen, weil ich technisch gerade andere Sachen hier gerade mache. Ich bedanke mich recht herzlich beim Baumzweig. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. So, genug rumgeschwult, dann bis nächste Woche, beziehungsweise bis morgen dann. Ich gehe jetzt einen Döner holen. Oh, gute Nacht. Fick dich, tschüss. Ich auch.